Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hören und Fühlen. Ja, wie versprochen, ein kleiner Tuning-Tipp. Warum? Nun, ich hatte bei meiner Anlage mit den Hochwirkungsgrad-Lautsprechern immer so ein leichtes Brummgeräusch. Das ist bei 97 dB empfindlichen Lautsprechern nicht so ungewöhnlich, eine Röhrenanlage. Aber ich wollte es nicht mehr. Und ich habe dann, wie schon seit Jahren, eigentlich nochmal die ganze Kabellage mir angesehen hinter der Anlage. Und das ist, Sie kennen das, ein einziges Wirrwarr. Da habe ich mich gefragt, naja, ich habe schon Distanzhalter dazwischen gehabt und sowas, irgendwie funktionierte das nicht. Und der Übeltäter war schnell gefunden, es war nämlich meine Röhrenendstufe, die leider alle Anschlüsse hinten senkrecht oben auf der Platte hat, sodass alle Kabel quasi senkrecht nach oben parallel zu der nächsthöheren Etage gingen und unter anderem auch die NF-Kabel direkt an dem jeweiligen Übertrager und den Netzteilen vorbeigeführt wurden. Und das ist das Problem bei der Sache. Wenn Sie Stromkabel haben, NF-Kabel und Lautsprecherkabel, sind da ja unterschiedliche Formen, die da übertragen werden, Spannung übertragen werden, Leistung übertragen wird, sehr unterschiedlich. Im Bereich Phone zum Beispiel sehr, sehr geringe Leistung. Und wenn die sich berühren, könnte es ein Problem geben. Wenn die sich kreuzen, wenn die sich tatsächlich im rechten Winkel kreuzen, ist das Problem noch am geringsten. Liegen die aber oder hängen die parallel zueinander, zum Beispiel insbesondere Stromkabel und auch NF-Kabel, dann kann das schnell zu Problemen führen, zum Beispiel in Form eines Rauschens oder eines Brummens. Das kennt man, wenn man zum Beispiel versucht, den Plattenspieler brummfrei zu kriegen, da schaut man auch ein bisschen nach. Ich habe da vor einigen Jahren mal was zusammengezimmert, weil die Distanzhalter, die es auch im Markt gibt, sind ja immer welche, oder die ich kenne, die zwischen die Kabel geklemmt werden. Und sobald man nur eine Sache berührt, fällt die ganze Kabellage wieder zusammen, weil die quasi ja nur zwischen den Kabeln sind. Und da habe ich mir etwas überlegt, das können Sie einfach mal ausprobieren, kostet Sie nichts, nur ein bisschen Arbeit. Und warum ich das gemacht habe, was ich mir dabei gedacht habe, zeige ich Ihnen jetzt mal. Der klassische Fall ist, Sie nehmen ein Stück Pappe und schneiden dort Löcher rein. Löcher mit einem solchen offenen Schlitz, ganz einfach aus dem Grunde, weil Sie die Kabel dann einklemmen können, die können nicht wie bei den reinen Distanzhaltern wieder wegrutschen. Die Kombination, die ich hier habe, ist auf der einen Seite ein Stromkabel, etwas dicker, und mit der anderen Seite NF-Kabel. Die Art und Weise können Sie natürlich komplett frei variieren, die können Sie auch einzeln machen. Ich habe hier, das sind kleine Pappblättchen aus meinen Teepackungen übrigens. Und die Möglichkeit, jetzt zu schauen, welche Kabel möchte ich denn möglichst voneinander auf Distanz bringen, das macht schon Sinn, denn Kabel haben natürlich zum einen elektromagnetische Leistungen, die auch außerhalb der Kabel in der Regel durch Wirbel, durch Ströme erzeugt werden. Das versuchen zum Beispiel Kabelhersteller zum Beispiel durch einen Helixaufbau in dem Kabel oder auch durch das Aufdrehen der Kabel zu kompensieren, was zum Teil auch wirklich klappt, weil sich dann die Wirbelströme quasi aufheben können, einfach ausgedrückt. Aber dennoch ist es so, dass die Distanz der Kabel voneinander im Grunde genommen die einfachste noch beste Lösung darstellt. Hier haben wir jetzt schon einen Abstand von knapp 10 cm. Das kann man natürlich auch variieren, das kann man auch anders machen oder auch weiter auseinander machen, je nachdem, wie die Situation hinter Ihrer Anlage ist. Man kann es auch für die Version machen, dass man zwei NF-Kabel voneinander trennen will. Ja, auch hier wieder, dadurch, dass man das einfach einschneidet, hat man auch nicht das Risiko, dass bei einem Bewegen der Kabel alles wieder auseinanderfällt. Das heißt, es ist schon relativ sicher und auch relativ fest. Oder der Klassiker, möglichst weit auseinander liegende NF-Kabel, die selbst für sich genommen, man kann zum Beispiel hier die jeweiligen einführen oder hier, dass man dann auch hier die Situation hat, dass man die voneinander trennt. Das ist gar nicht so viel Arbeit und das sieht auch nachher gar nicht mal so bescheuert aus, wenn man vernünftige Farben nimmt, zum Beispiel auch dunkle Farben, kann man das auch so fast unsichtbar machen. Oder hier mein lieber Klassiker für die Stromkabel. Stromkabel kann man tatsächlich, wenn man sie wirklich kreuzen lässt im rechten Winkel, ist die Beeinflussung dort relativ gering. Aber ansonsten dürfte klar sein, dass gerade starke Ströme führende Kabel, wie zum Beispiel zu den Endstufen oder auch zu der Verteilerleiste hinter Ihrer Anlage, möglichst weit weg sein sollten, zum Beispiel von den entsprechenden
Stromkabeln oder von den anderen NF-Kabeln oder den Lautsprecherkabeln. Und wie gesagt, man kann damit spielen, man kann sie kombinieren, man kann sie zum Beispiel auch weiterführen, um so tatsächlich einmal die Kabel, die auch empfindlicher sind als andere, dort auf einen Abstand zu halten. Und relativ simpel, wenn Sie da noch einen kleinen Effekt haben wollen oder auch der Platz hinter der Anlage nicht ausreicht, ist es ganz einfach, machen Sie einen leichten Knick rein. Wenn Sie die Kabel jetzt da durchführen, haben Sie sogar noch einen Federeffekt. Ja? Das heißt, auch das Kabel wird zum Beispiel Trittschall oder durch die Raumakustik nicht mehr in der Form beeinflusst. Sind alles Sachen, die man austesten kann, sind alles Dinge, die wirklich de facto nichts kosten, die relativ schnell gemacht sind. Und seit ich das bei meiner Röhrenendstufe gemacht habe und die NF-Kabel jetzt entsprechend von dem Gerät weggeführt habe, dadurch ist der Brumm weg und das Rauschen und für im Grunde genommen keine 2 Minuten Arbeit. Und das ist ja, je empfindlicher die Anlage ist, auch von der Hörempfindlichkeit, ist das sicherlich von Vorteil. Ja, dann habe ich noch eine spezielle Version, das ist etwas in dieser Form. Das werde ich aber dann erklären, wenn ich Ihnen etwas zu meinem neuen, von mir entworfenen und endlich fertig gezimmerten Hi-Fi-Regal bringe. Denn hier habe ich eine besondere Form, die aber nur da in der Form funktioniert. Und hier haben Sie noch eine Möglichkeit, tatsächlich Kabel relativ sicher zu fixieren, um sie, und das war die Lösung bei meinem Gerät, wirklich weit weg von den entsprechenden Geräten und den Störeinflüssen der Geräte, die ja nun mal da sind, zu entbinden. Und ich hatte ja schon in meinem Lautsprecherkabel und auch meinen Stromkabeltest gesagt, welche Störeinflüsse dort einmal im System durch den Ausgleich der Spannung führte, die Differenzspannung, und zum anderen auch durch den Einfluss von außen. Denn wir haben nun mal sehr viele HF-Einstreuungen, die in die Kabel reingehen, die weitergetragen werden. Und das kann sich tatsächlich manchmal zu einer absurden Summe ja wirklich hochpushen. Und wenn Sie das dadurch kompensieren können, dass Sie die Kabel ganz gezielt dort, wo es nötig ist, an der Stelle wirklich auf Abstand bringen, dann ist das sicherlich eine gute Lösung. Zum Beispiel auch, wenn Sie dünnere Kabel haben, können Sie die Kreise auch kleiner machen, sodass die wirklich eingeklemmt werden und dort fix sind, auch wenn Sie tatsächlich mal irgendein Stromkabel ändern oder sonst irgendetwas, um dann nicht gleich alles wieder von vorne beginnen zu müssen. Und wie gesagt, mein Tipp mit dem leichten Anknicken führt tatsächlich noch zu einem netten Effekt der Federung, sodass auch eigentliche Bewegungen tatsächlich komplett kompensiert werden. Simpel, einfach, kostenlos. Und probieren Sie es mal aus. Würde mich freuen, wenn Sie mir einfach mal ein Feedback geben würden, ob es bei Ihnen vielleicht zu einem Problemlöser geworden sein kann. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin viel, viel Spaß mit der Musik. Schauen Sie ruhig, dass Sie weiter gucken, wo Sie auch Tuning-Elemente haben. Und wenn Sie Ideen haben, schicken Sie sie mir einfach. Und ich werde sie gerne auch in einer meiner nächsten Sendungen vorstellen. Also, viel Spaß beim Musikhören.